Herzlich willkommen bei heißen Mädels, knappe Sachen, alles andere was Let's Player nicht machen. Mit dem Spiel Cuties Hacking. Entschuldigung, muss ich kurz husten. Es ist irgendwie interessant, denn ja, ich habe mich im japanischen Store ein bisschen umgeschaut und habe einen Free-to-Play-Titel gefunden. Das ist das. Wahrscheinlich müssen wir dann noch ein paar. Kann man dann noch weitere Charaktere freischalten, aber da das Free-to-Play ist und nicht in den europäischen Store gelangt ist, möchte ich euch ja gerne das jetzt einfach mal zeigen und mal schauen, wie das ist. Von den Bildern zu beurteilen, kann man sagen, ja, es könnte in Richtung Pretty Gears Panic gehen, aber da will ich mich gerne noch ein bisschen drauf fixieren und hinausgehen. Das Spiel ist komplett, allerdings also die Texte wahrscheinlich alle auf Japanisch. Ich bin jetzt selber gerade erstaunt, wie unten Spielen, Galerie, Einstellungen und Freischalten trotzdem hier im deutschen Store, auf Deutsch ist. Das finde ich immer schön. Prima. Ich habe noch zwei andere runtergeladen. Mal gucken, ob die auch so gut funktionieren. Bin mir aber da nicht so sicher. Aber komm, lass uns mal reinchecken, was es hier ist, was in den deutschen Store nie reingekommen ist. Warum auch immer. Wir gehen mal in Galerie. Amber, okay. Da sind einige. Okay, also wir haben hier oben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bilder, die wir auf jeden Fall spielen können. Und wir haben hier noch einige mehr. Aber, ja, die müsste man dann halt kaufen halt, ne? Aber ich würde jetzt einfach sagen, wir checken jetzt einfach mal rein, was hier uns erwartet. Und wünsche euch viel Spaß. Und nicht zu vergessen, liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mod. Let's go. So. Wir nehmen Amber als erstes. Fotos, okay, nee. Ach doch, das sind die Fotos, genau, die wir machen können. Okay, würde ich sagen, let's go! Hello! So, wo sind wir denn? Da sind wir. Also, wir müssen im Endeffekt wieder Sachen freischalten. Wie ihr sehen könnt, das kennen wir ja schon aus anderen Spielen. Das ist ein bisschen größer hier gebaut sogar. Interessant. So wie es gerade aussieht, kann ich hier komplett durchziehen. Es ist noch das erste Level, keine Frage. Kann man auf jeden Fall machen. Okay. Ah, okay, alles klar. Es ist mit dem verbunden. Okay, jetzt haben wir den eingekesselt. Dann machen wir einfach mal weiter. Mal schauen, wie weit wir kommen. Das war knapp. Ich weiß nicht, wie viel Level wir haben oder wie viel wir überhaupt haben, was das angeht. Aber wir haben das erste Bild freigeschaltet. Oha. Aha. Okay. Weiter. Hello World. Wir haben eine Trophäe verdient. Gehackt. N00B. Noob. Okay. Warum Noob? Was? Wieso? Egal. Deadly Slow. Okay, wir sind jetzt ein bisschen langsamer wahrscheinlich. Was das angeht. Frage ist, da komme ich nicht rein. Okay, dann machen wir mal weiter. Oh! Ah! Okay. Interessant. Okay. Der ist schon mal weg. Hier ist Slow Motion. So. Auf jeden Fall schon mal interessantere Musik, was das angeht. Okay. Aha. Aber wie komme ich auf die andere Seite? Muss ich hier erstmal ein bisschen was weghauen? Was das angeht. Aber ich will drauf gehen, will ich es auch nicht unbedingt. Ziehen wir mal ganz schnell das durch. Okay. Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Okay. Einlandsack, lass mich in Ruhe. Ja, es ist halt der da drinnen, ne? Okay.
Okay, wir machen mal weiter. Okay, wir haben das weg. Da noch nichts. Das E ist weg, das D. So. Ah! Dammit. Okay, wir können jetzt hier. Ah, wir können hier weitermachen. Okay, dann können wir hier drüben weitermachen. Einfach mal, dass so lang wie da oben unterwegs sind. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, eingefroren. Damn. Und. Nee, okay, ich muss noch Rand für den Flug machen. Ah, okay, 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 so stirbt man also. Auch interessant. Muss man erstmal wissen. Ah! Was? Oh, Hacking fehlgeschlagen. Neustart. Okay, wir müssen erstmal noch ein bisschen die Mechanik ein bisschen lernen, verstehen. Sonst das nicht so funktionieren, wie ich es mir vorstelle. Also man kann nur Felder einsetzen, die verbunden sind. Hä? Okay. Muss ich nicht so ganz verstehen. Also müsste ich dann im Endeffekt jetzt mal hier drüber ziehen einmal. Nee, okay. So. Das ist wahrscheinlich mit dem Rand verbunden. So. Die können alles komplett durchziehen. Nice. Ich verstehe halt noch nicht so ganz, wie ich die Felder allgemein aufmache da drinne dann. Ja, also so kann ich es mir gut vorstellen, aber. Schwierig. Würde ich einfach mal sagen. Hä? Okay. Warte mal. Das raff ich hier noch nicht so ganz. Okay, das kann ich nur einkreisen im Endeffekt. Okay, machen wir mal das Beste draus. So. Wir müssen da glaube ich auch wieder die gewissen Prozente erreichen. Deswegen können wir hier mal runter. Slow Motion reinsetzen oder Pause sozusagen. Bam. Prozent haben wir 76. Okay, die haben. Oh, verdammt. Das war blöd von mir. Aber okay. Und nächstes Bild. Oh, wir werden entdeckt wohl anscheinend. Also wenn wir es nach dem Hacking gehen würden. Ist jetzt nicht so berauschend jetzt gewesen, aber hey. Foto Nummer 3. Ach du Scheiße. Okay, das ist jetzt tricky. So. Gehen wir in die andere Richtung. Aber genau. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wieso zählt das jetzt nicht? Das verstehe ich nicht so ganz. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Wieso das nicht, dass das so. Ah, oh Gott, also wenn ich da drinne bin,
muss ich einfach nur die gewissen Tasten drücken, dann haut er da automatisch auf. Okay, da muss ich echt aufpassen. Also wenn ich im Heck drinne bin. Ah! Das ist schlecht. So. Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig zu verstehen. Okay. Aber das kriegen wir irgendwie hin. Da ist ein Leben. Das holen wir uns mal. Ah, ich wollte... Ach, okay, okay. Steuerung ist schwierig. Sage ich schon mal vorab. Ich glaube, ich soll eher mit Steuerkreuz eher arbeiten. Dass ich das vielleicht besser hinkriege. Hat nicht funktioniert, wie ich mir vorstelle. Aber okay. Irgendwie mag er mich nicht. So. Puh, das war knapp. Durchziehen, durchziehen, durchziehen. Geht das immer hoch? Damn. Jetzt ist halt die gute Frage, wenn ich jetzt komplett durch die Mitte gehe. Nix, okay. Wie wird das gezählt? Das verstehe ich nicht so ganz. Da bin ich ein bisschen überfragt. Ja, man merkt schon, das Hacken hat Fehlschlagen. Ihr habt mich gesehen. Ah, verdammt. Verballert. Komplett verballert. So. 76. Wir müssen bis 70 kommen. Ah ja, easy, kommen Leute. Bam. Und ich krieg die Faust ins Gesicht. Gut. Die Spannerzeit ist vorbei. Ist lustig. Okay, ich würde sagen, wir gehen zu der nächsten Dame. Du hast alle Fotos in diesem Set gehackt. Möchtest du ein neues Set beginnen? Ja. Let's go. Boha. Okay, das wird jetzt hart. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt so funktionieren soll. Ah. Kann die vielleicht mit dieser Aktion vielleicht den kaputt machen. Nee, ich kann es nur einkreisen. Okay. Okay, also, damit kann ich die nur einkreisen, was das angeht. Aha. So. Puha. Okay. Jetzt muss ich halt aufpassen, dass ich in dem Moment ihn hier reinkriege. So. Habe ich den schon mal ausgekugelt? So.
kann ich gemütlich weiterarbeiten. Jetzt könnte man eigentlich das nächste auch gleich machen. Aber da würde ich als erstes sagen, wir machen... dass wir uns erstmal ranarbeiten. Bevor der Laserstrahl hier mich komplett einnimmt. So. Okay. Weil der andere Laserstrahl da ist, schon hart. Muss ich aufpassen. So. Weg damit erstmal. Nein, wo gehe ich hin? Verdammt, das war jetzt blöd. Das war jetzt definitiv blöd für mich. Aber okay, wir haben zwei Laserstrahler und zwei Gegner ausgelaugt. Also rausgehauen. Definitiv. Und ich kann mir gemütlich eigentlich ja zubauen. So. Jetzt müssen wir halt nur noch den Laserstrahl weghauen. Und da warten wir, bis er unten ist. Dass wir noch genug Zeit haben, ihn einzukesseln. So, bam! Nice. So, nächstes Bild. Foto gehackt. Keine Leben verloren. Weniger als fertig in weniger als 120 Sekunden oder was? Okay. Ja, Leben ist halt. Hätte ich auch so schaffen können. Ha, ja, klar. Noch mehr Laserstrahle hier. Prima. So, erstmal das. Dann. So. So. Whoop. Hä? Ach so, da ist ja kein Rand. Ah, verdammt. Da ist ja kein Rand drin. Schon mal. Was? Okay. So, den haben wir angekesselt. Ah, ich sterbe auch, wenn ich nur dran davon vorbeigehe. Interessant, okay. Gut zu wissen. Okay. Okay, wenn das Ding kleiner ist wie ein viereckiges Quadrat, kriege ich ihn kaputt. Wäre mal was ganz Neues. Aber hey, muss man ja verstehen ein bisschen. So. Ja, der Laserstrahl da unten geht man noch auf die Eier. Oh, come on! Okay, okay. Ich darf nicht zu nah. Ich darf echt nicht zu nah ran. Aber es ist schon mal ein besseres Feeling wie das andere, was ich hier habe. So, gekillt. Eingekesselt. Geht da gleich außen rum. Okay, komm, gehen wir zum nächsten schon mal. So. Okay, da will ich sterben. Okay, gut. So, dann drüber, hier rein, hier runter. Ja.
Und die Musik ist wenigstens auch schön, finde ich. Also kann man richtig nicht beklagen. So. Den lasse ich da jetzt einfach mal hängen. Ah, zu weit nach unten gegangen. Verdammt. Dammit. Das war blöd. Ach, die Laserstrahlen sind schon eine coole Idee. Also das ist auf jeden Fall besser gemacht wie die anderen Sachen, die ich gespielt habe. So. Nein! Da wollte ich doch gar nicht hin! Nächste Legestrahl erstmal einkesseln. So, haben wir das schon mal. Easy. Pause. Huch, okay. Wusste ich jetzt nicht, dass es aufgeht. Dann machen wir es einfach so. Warten wir hier kurz, bevor wir weitermachen. Ah! Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber okay. So, den haben wir schon mal angekesselt. So, jetzt muss ich nur noch drüben gucken, wie ich da hochkomme. So, der ist schon mal eingekesselt, der wird mich nicht mehr nerven. Den können wir einkesseln. Bei dem anderen wird es ein bisschen schwieriger. Nur kurz warten, bis der Laser vorbei ist. Bam! Hammer! Gut! Der Astronautenanzug ist schon mal abgelegt. Und somit können wir gleich zum nächsten Punkt gehen. Huha! So, erstmal eine Kante liegen. So, oh, da kommen sie zu zweit. Okay, den haben wir schon mal getrennt. Jetzt hoffen wir mal, ob das klappt, was ich jetzt vorhabe. Na, das war blöd. Aber den ersten haben wir schon mal weg. Was war das denn jetzt? Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Jetzt bin ich gerade ein bisschen lost. Mach nochmal. Komm, wir fangen von nochmal an. Das macht hier keinen Sinn gerade. Irgendwie gerade komplett lost gewesen. Na, zu schnell. So. Dann kommen die nächsten schon. Die ich einkesseln muss. Aber ich kann nicht ran. Ah! Ey, du darfst nicht mehr in die Nähe der Dinger, ne? Das ist hart. Das ist wirklich hart. Echt gucken, ey. Und ich habe schon mal fest.
Was? Da war doch gar kein roter Punkt. Hä? Okay, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Aber okay. Okay, da war ein roter Punkt. Da bin ich mir 100%ig sicher. Okay, das Level ist ein bisschen tricky. Definitiv. Aber das kriegt man hin. Sollte nicht das Problem sein. Bleibt mal gleich hier oben. So. Eingekesselt. Eingekesselt. Oh, das wird knapp. Eingekesselt. Ah, zu weit. Okay, da bin ich zu weit raus gerade. Ah. So, ich habe mich auch erstmal weggenommen. So, jetzt sollte ich eigentlich genug Luft haben. So. Ja, wie wir den Laserstrahl jetzt am besten machen, dann müsste ich hier hoch. Ich würde sagen, wir machen erstmal die eine Seite, bevor wir hier weitermachen. Und nach oben. So. Jetzt schnell runter zum Laserstrahl. Eingekesselt. So. Das machen wir weg. Das machen wir weg. Das machen wir weg. Das war knapp. Okay. So, den haben wir auch. Da drinne, das ist mal sehr gut. Ach, ein bisschen zu weit und schon hast du verkackt. Aber gut. Okay, also wir haben über die Hälfte schon. Jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach mal auf die Seite. Ziehen wir komplett durch. Sollte das auch mit dem Nachbar passen. Jetzt können wir hier eigentlich komplett auch durchziehen. So. Okay. Ob wir das hinkriegen. Okay, der ist eingekesselt, der stört jetzt nicht mehr. So. Komplett durchziehen. Sehr schön. So, der Laser kommt gerade gut. Der Gegner auch. Eingekesselt. Easy. Der Laser nervt nicht mehr. Bam. Okay, ist noch weniger Raumanzug. Okay, alles klar. I am Pro. Ja, im A Pro, ja. Super, yeah. Cyberpunk Punk. What the hell? So, gut, ja, um das nächste Ding Fotos jetzt freizuschalten, es sind sehr schöne Fotos besetzt, also ich kann da echt nicht meckern. Und die Bilder sehen halt echt interessant aus. Das Problem ist, ich muss die Bilder halt, ja, im Shop halt kaufen, aber da muss ich erstmal herausfinden, wie die Preise sind. Aber hey, wir haben auf jeden Fall die Free-to-Play-Version durchgespielt, wir können ja mal die Bilder nochmal durchgehen. Wir können die Bilder vergrößern sogar. Mhm. Interessant. Ja, wenn es noch mehr ausgezogen wird, dann wird es halt noch richtig, wie soll ich sagen, ab 18er. Aber wir bleiben trotzdem noch ein bisschen bei 16. Aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn wir jetzt bloß eine halbe Stunde dran waren, ist es ein Spiel, wo auf jeden Fall besser ist, wie in dem deutschen Store, das Freddy Girls Panic zum Beispiel. Die haben erstmal bessere Musik hier, bessere Mechanik des ganzen Spiels etc.
Also, ich weiß nicht, warum Cuties Hacking nicht hier nach Deutschland kommt mal wieder. Aber checken wir mal die nächsten Spiele aus, die ich auf jeden Fall separat rausgelegt habe. Und das kommt auf jeden Fall dann nächste Woche. Und ja, dann bedanke ich mich erstmal hiermit. Wiederschauen, reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Euer ChristianEngel 3000 mit einem Spiel, wo ich nicht gedacht habe, dass es trotzdem hier auf der Playstation existiert. Ja, man kann sich täuschen. Man muss halt nur an die anderen Stores halt reinschauen, ne? Also dann, wenn euch das noch mehr gefällt und vielleicht mich gerne unterstützen wollt, dann ja, dann einfach mal liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mod. Und wenn genug Anfragen kommen, werde ich mir vielleicht auch darüber überlegen, vielleicht doch mal was zu kaufen. Neue Bilder für euch natürlich, dass wir hier gemeinsam die Sachen durchgehen. Dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Wieder schauen, reingehauen. Ciao Leute, bis bald. Tschüss.